und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich gehe heute ein bisschen shoppen. Beziehungsweise dieses Video ist so eine Mischung zwischen kommt mit mir shoppen und Fashion Haul. Ja, ich habe die Leisa gerade zur Oma gebracht und ich hole mir jetzt was zu essen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich hole mir jetzt einen Kaffee und ich muss tanken. Aber dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich in der Stadt bin. Dann werde ich mir meine Nägel noch machen lassen, meine Füße und so, weil ich heute so ein bisschen Mama-Time habe. Also Mama-Auszeit, besser gesagt. Und ja, ich werde das Beste draus machen, deswegen lasse ich es mir heute gut gehen. Genau. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Willkommen zu mir, bei mir zu Hause im Schlafzimmer. Ich zeige euch die Sachen jetzt nochmal ganz im Detail, die ich gekauft habe. Ich habe viele Sachen bei Zara mitgenommen. Ihr habt ja gesehen, ich habe sie dieses Mal anprobiert. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich, wenn ich mit Leisa shoppen gehe, die Sachen sonst immer einfach eingepackt habe und gedacht habe, guckst du dir die zu Hause in Ruhe an. Habe ich auch gemacht. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ihr müsst nur auf euren Kassenbeleg aufpassen, weil man die bei Zara leider nicht mehr umtauschen kann. Jetzt habe ich hier 4 Hosen. Oder 5, die eigentlich gar nicht so richtig passen und ich weiß gar nicht, wohin damit. Ist noch Zettel dran, alles. Egal. Die Sachen habe ich auf jeden Fall anprobiert, bis auf 2 Teile. Den ganzen Morgen habe ich aber gut in meine Tasche gepackt. Und ich habe auch ein paar Sachen für Louis und für Leisa und für Alex mitgebracht. Nicht ganz so viele. Die zeige ich euch ganz am Schluss. Ich schreibe aber auch in die Infobox, ab der wievielten Minute ihr euch die Sachen angucken könnt. Für die Mamas unter euch, die das vielleicht interessieren. Oder die auch gerne shoppen gehen für ihren Mann. Ich fange aber an mit Naked. Ich habe eigentlich noch ganz viele andere Sachen gekauft. Und die Sachen zeige ich euch dann auf Instagram. Was von Pretty Little Thing und Boohoo, glaube ich, oder so. Ich fange auf jeden Fall jetzt mit Naked an. Ich habe für Naked nämlich auch einen Rabattcode für euch, da könnt ihr was sparen. Ich schreibe alle Details in hier oben jetzt rein. Das ist nämlich nur, ich glaube, eine gewisse Zeit gültig, dieser Code. Und genau, ich habe auch diesmal ein paar verrücktere Sachen ausprobiert. Im Moment ist ja total Leder in. Also ist alles Lederimitat, aber ich habe sehr viel geshoppt. Das ist nämlich eine gute Gelegenheit, richtig coole Ledersachen zu kaufen, weil Leder geht eigentlich immer. Dass es jetzt Trend ist, ist ziemlich praktisch. Okay, let's do this. Ich starte mit meinem Lieblingsteil, das habe ich auch gestern angehabt. Da kann ich euch auch mal, nee, kann ich ein Foto einblenden? Nee, kann ich eigentlich nicht, weil ich eine Jacke drüber hatte. Ich hatte den Body auf jeden Fall schon angezogen und gewaschen. Ich mache das öfters, wenn ich Sachen ziemlich cool finde. Ich weiß, eigentlich sollte man das nicht machen, immer erst waschen, aber... Ich habe den angezogen. Das ist so ein richtig gemütlicher Body. Die Farbe ist mega. Ich liebe Beige. Werdet ihr auch sehen im Laufe des Videos. Und in eng, super bequem. Und das Schöne ist, der ist hinten so offen. Und den könnt ihr halt auch super anziehen zu High-Waisted Jeans und dann einfach so ein Cardigan drüber wie jetzt. Ich habe den einfach über meine Ärmel geschmissen, weil mir gerade ein bisschen kalt war. Der ist auf jeden Fall mitgekommen, super gemütlich. Dann habe ich noch einen Wickelpulli mir ausgesucht, auch in Größe M. Den kann man auch super mit Accessoires aufpimpen. Solche Sachen sehen immer richtig cool mit Ketten aus, weil der Ausschnitt so ein bisschen größer ist. Oder wenn ihr auf Haarreifen steht. Ich stehe im Moment total auf Haarreifen. Es gibt eigentlich kaum einen Tag, wo ich nichts in den Haaren habe. Es sei denn, ich habe die Haare nach hinten geklippt mit so einer Klammer. Oder Haarreifen finde ich auf jeden Fall super. Oder ihr macht euch einen schönen Dutt und dann schöne Kreolen oder so dazu. Und diese Pullover gehen halt auch immer. Ich stehe total auf Basics, für die, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind. Ich trage super gerne Basics und mein Style ist eher so... Basics mit ganz viel Accessoires aufgepimpt und
kaufe auch gerne Sachen, die man wild miteinander kombinieren kann. Dieses Kleid hier zum Beispiel, das ist auch super sexy. Hat so einen schönen Rückenausschnitt, nur mit so ein paar Bändern. Finde ich, kann man auch gut anziehen, wenn man essen geht, wenn man abends was trinken geht, wenn man tanzen geht, in den Club. Ich sage immer noch Disco, Leute, da habe ich letztens ausgelacht, als ich gesagt habe, ich gehe in den Disco. Nina, das sagt man, heutzutage sagt man, man geht in den Club. Okay, ich war schon Ewigkeit nicht mehr im Club. Jedenfalls fand ich das auch ganz schön, jetzt für den Winter mit so großen Boots, diese ganzen klobigen Chunky Boots nennt man die, finde ich super. Und auch ein Cardigan drüber, zum Beispiel auch den, den ich jetzt anhab, finde ich auch richtig schön. Ist so eine Mischung zwischen Casual und Sexy. Bisschen eng noch, das gefällt mir sehr. Ich trage aber auch super gerne Oversize-Sachen. Achso, und die würde ich jetzt kombinieren zu einer Jeans. Ich trage super gerne Jeans, aber ich habe auch ein paar Lederhosen dabei dieses Mal. Mal was ganz anderes, und zwar eine helle Lederhose, weil ich auch gerne helle Hosen trage, also helle Jeanshosen. Ich habe sie noch nicht angehabt, ich hoffe, sie passt, sie ist high-waisted. Und da kann man halt auch alles so anziehen. Das ist das Geile bei Leder, finde ich, weil man da wirklich alles mit kombinieren kann. Ich würde dazu so einen richtig großen Wollpulli anziehen. Das könnte man noch. Man könnte sogar auch High Heels dazu anziehen. Ach, Overknees dazu anziehen. Oder also kann man auf jeden Fall super viel mitmachen. Ich hoffe, sie passt. Dann habe ich noch diese Lederhose mitgenommen. Die ist auch high-waisted. Da kann man auch super so ein bisschen kürzere Hosen, Oberteile zu anziehen. Zum Beispiel auch hier dieses Beige. Könnte ich mir super vorstellen. Oder halt auch den beigen Body, den ich euch gerade gezeigt habe. Und darüber auch ein Cardigan, wenn es ein bisschen kälter wird. Oder was könnte man noch dazu anziehen? So eine schöne Teddyjacke könnte ich mir auch super dazu vorstellen. Oh mein Gott, da, also bei schwarzen Lederhosen, da kommen mir ganz, ganz viele Ideen. Das Größe 36. Ich hoffe, sie passt. Ist ein bisschen schwierig bei Naked da mit den Größen, aber ich habe gelernt, Pullover oft hole ich oft in Größe L bei Naked, und wenn es enger sein soll, hole ich eine Nummer kleiner. Bei Zara hatte ich so weiße Boots angehabt, die finde ich im Moment richtig cool. Das einzige Problem ist, ich blende euch das mal ein, da konnte man super schlecht, ist man reingekommen, da war weder eine Öffnung hinten noch eine Öffnung an der Seite. Ich glaube, das ist bei den Doc Martens auch nicht, die sahen denen auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Die waren nur höher von der Sohle her, fand ich super. Und die waren nicht so schwer, Leute. Oh, die Hose in Schwarz habe ich auch in Beige in einer etwas anderen Version geholt. Fand ich auch super. Ich bin auch einer, der im Winter gerne hell trägt, weil ich, ja, weil das für mich so ein Stimmungsheber ist, wenn man helle Sachen trägt. Das ist auch in der Kooperation mit Nicole Mazzucato. Ich kenne die nicht. Ich habe aber auch ein paar Sachen bestellt von Naked, von einer, die ich auf Instagram total toll finde. Größe 36. Mal gucken, was mir dazu einfällt, was man dazu kombinieren kann. Auch vielleicht einen weißen Body könnte ich mir gut vorstellen. Okay, kommen wir zu den etwas ausgefalleneren Sachen. Und da habe ich mich inspirieren lassen auf der Seite von Naked. Das ist ein Lederkleid. Und darunter ist das, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich blende euch das Bild mal ein, was ich so inspirierend fand. Ich glaube, sie hatte darunter so einen hellen Rollkragen drunter. Und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Auch mit Ankleboots, so mit etwas höheren Schuhen, könnte ich mir das Kleid eigentlich auch ganz gut vorstellen. Genau, und dann, weil ich mir ein bisschen unsicher war, ob das eine vielleicht ein bisschen zu lang ist, weil ich ja schon ziemlich klein bin, habe ich noch eine andere Version bestellt vom Lederkleid. Und mal gucken, wie ich mich darin so fühle. Also für mich ist es immer wichtig, dass man sich gut fühlt. Dann ist eigentlich egal, was man anhat. Und dazu könnte ich mir auch Overknees richtig gut vorstellen. Und das könnte man halt auch abends anziehen mit einem schönen Gürtel in der Taille oder so. Und tagsüber halt mit Turnschuhen beißen. Könnte ich mir das auch gut vorstellen. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an, auch vom Material her. Und es knistert nicht so komisch, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe noch ein richtig schickes Kleid geholt, weil ich auch das Problem habe, wenn ich mal Zeit habe, rauszugehen abends oder mit Alex ein bisschen was essen gehe oder so, weil wir das so lange nicht gemacht haben, habe ich gar keine Klamotten mehr, in denen ich mich so wohlfühle, wenn ich rausgehe. Wisst ihr, wie ich meine? Man ändert ja auch oft seinen Geschmack und dann findet man Sachen gut, die man vor 2 Jahren gut fand, jetzt nicht mehr gut. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ein Kleid bestellt, was auch richtig gut für Weihnachten ist. Jetzt zum Beispiel, steht ja auch vor der Tür. Und wenn man Kinder hat, geht die Zeit so vorbei.
Deswegen glaube ich, dass das auch was für euch ist. Ich meine, das ist sowieso gerade total Trend, diese Puffy Arme hier, die ich jetzt hier auch habe. Das Oberteil ist schon uralt. Das habe ich, glaube ich, vor 4 Jahren oder so mal bei ASOS bestellt. Und ich liebe das total gerade. Diese Ärmel mag ich sehr. Und das ist so ein schönes Seidenkleid, was man auch gut anziehen kann, wenn man mal was anderes Besonderes vorhat. Vielleicht sogar auch auf der Weihnachtsfeier von der Firma oder so. Ich muss mal gucken, wie kurz das ist. Und dann eins, was auch immer geht, ist so ein Blazerkleid. Ich glaube, da war noch ein Gürtel dabei. Genau, das ist jetzt von Chloe B. Die mag ich auf Instagram sehr. Oh, eine richtig inspirierende Person, finde ich. Egal, was die anzieht, alles sieht immer mega aus. Und das ist aus ihrer Kollektion, dieser Blazer. Ist so ein Samtweiß. Sehr schön, auch von innen richtig schön weich, auch Samt von innen. Ich glaube, ich hätte super gern auch die Hose dazu gehabt. Jetzt so eine passende Hose zu dem Blazer. Ein Crop Top drunter. Eigentlich, also sie hat den angehabt ohne alles drunter, aber das geht bei mir nicht. Bei einer großen Brust geht das nicht. Ich finde kleine Brust auch wirklich, also eine richtig kleine Brust finde ich super schön. Da kann man richtig viele Klamotten anziehen, ohne dass es gleich so, wisst ihr, wie ich meine, so pornomäßig aussieht. Egal, den kann man auf jeden Fall auch immer anziehen. Vielleicht auch sogar zu Weihnachten oder Silvester. Ja, okay, weiter geht's. Okay, eine Sache, die wirklich mal was ganz anderes ist, kann ich mir aber auch gut vorstellen, zu einem grauen Rollkragenpulli. So einen etwas weiteren. Ich glaube, ich habe sogar auch einen bestellt. Aber dieses Grau würde ich eher nicht sagen. Ich würde eher so ein meliertes Grau sagen. Das ist so ein Rosa. Das ist halt auch Lederimitat. Ja, mal gucken, zu was ich den kombinieren würde. Dann habe ich noch einen Blazer geholt. Ich glaube, der ist auch von... Nee, der ist nicht von ihr. Das ist ganz normaler Oversized beige farbener Blazer. Den könnt ihr dann auch super anziehen. Zum Beispiel zu einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans. Ein bisschen aufgepimpt sieht man dann aus. Also ich gehe oft auch spazieren und habe dann zu Hause gerne eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt an. Das ist so das Ding, was ich fast eigentlich immer anhabe. Und einfach eine Blazer drüber und schon sieht man so ein bisschen gestylter aus und Ärmel einfach so ein bisschen hochkrempeln, ist schon ein richtig cooler Style, wie ich finde. Oder ja, kann man halt auch abends anziehen, wenn man mit Freundinnen was trinken geht oder so. Also Blazer kann man eigentlich nicht genug haben, finde ich. Ein weiteres sehr außergewöhnliches Kleid, was ich aber auch mal ganz interessant war. Also ich bin im Moment sehr, ich habe echt Bock zu experimentieren. Ich habe sehr viele Klamotten bestellt, die ich normalerweise nicht bestellen würde. Einfach um mal was Neues auszuprobieren. Und das fand ich richtig cool. Wozu würde ich das anziehen? Das würde ich auch anziehen, wenn wir essen gehen, wenn wir was trinken gehen, wenn wir abends halt irgendwas machen, wenn wir, ich weiß nicht, wenn ich auf ein Event eingeladen bin, aber wenn ihr jetzt nicht so oft auf Events eingeladen seid, sondern zu irgendwelchen Veranstaltungen von der Firma oder so, könnte man das eigentlich auch anziehen. Es kommt halt immer darauf an, auch wie man geschminkt ist, wie man die Haare gestylt hat, welche Schuhe man dazu anzieht, welchen Schmuck. Kann man das entweder so billo-mäßig machen oder richtig cool. So, jetzt noch ein Oberteil so für den Alltag. Das ist so ein schwarzer Pulli mit so einem Zipper hier vorne. Fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Geht halt irgendwie immer. Und kann man auch schön aufpimpen mit einem Haarschmuck, mit Ohrringen oder mit einer Kette. Ach schaut, hier ist der Gürtel von dem Blazer. Der passt auch vom Material besser. Cool. Aber ihr habt es ja schon gesehen. Dann habe ich noch einen Pullover, den ich auch in grün und in weiß habe. Habe ich mir jetzt auch mal in schwarz bestellt. Das ist auch ein Pullover, der einen sehr tiefen Ausschnitt hat. Den könnte man den auch umdrehen. Den könnte man eigentlich auch umdrehen und dann hätte man hier oben so und rückenfrei dann halt. Schönen tiefen Rückenausschnitt. Oder auch so über die Schulter mit schönen Ketten und so. Das sieht immer cool aus. Achtung, hier würde ich auch empfehlen, Größe L zu bestellen, wenn ihr gerne Oversized mögt. Und gerade diese Pullover mag ich, wenn die richtig schön groß sind. Und dann habe ich noch einen grauen Pullover bestellt, der auch richtig schöne so Puffy-Ärmel hat, so richtig schöne Ballonärmel hat. Ich hoffe, der sieht angezogen auch gut aus. Schönes Grau mag ich auch sehr gerne im Winter.
So, und das waren auch schon die Naked-Klamotten. Jetzt kommen wir zu den Zara-Sachen. Die Tüte ist schon gerissen. Ich habe wirklich viel mitgenommen. Es musste schnell gehen. Es sieht auch eigentlich mehr aus, als es ist, weil ich auch zwei Jacken mitgenommen habe. Und ich hatte auch gesagt auf Instagram, dass es gut ist, wenn man mit Baby einkaufen geht, weil man sich beeilen muss und gar nicht auf die Idee kommt, nochmal großartig irgendwo rumzugucken. Und man auch Geld spart, wenn man gar keine Zeit hat mehr, großartig irgendwo rumzugucken. Ich wollte ja auch noch Boots kaufen, da habe ich gar keine Zeit mehr für gehabt. Kann ich auch verstehen, ist langweilig für Liza. Liza spielt übrigens super gerne in meinem Portemonnaie. So habe ich sie dann abgelenkt in der Kabine. Okay, was ich bei Zara mitgenommen habe, ist auch wieder beige. Auch ein richtig schönes Oberteil. Das ist hier vorne so offen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Zu zum Beispiel der Lederhose, die ich euch gezeigt habe, die schwarze. Oder zu einer blauen, hochgeschnittenen Jeans. Oder auch zu einer Karettenhose. Könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ach so, zwei Sachen habe ich bei Zara nicht angezogen. Da bin ich auch gespannt. Aber als ich das gesehen habe, fand ich das so schick. Das ist auch wieder mit so Puffy Arms, will ich mal sagen. Puffärmeln und dazu dann einen ganz großen Hüftgürtel und dann Turnschuhe dazu. Könnte man das auch im Alltag tragen und so einen ganz grob gestrickten Cardigan dazu. Ich glaube, das sieht richtig cool aus. Oder halt auch für abends wieder mit anderen Schuhen. Ich glaube, das sieht gut aus. Das ist jetzt Größe S. Ich hoffe, das passt. Und dann noch auch, was man wieder für abends und für tagsüber anziehen kann, finde ich, ist hier so ein Overall in schwarzer Seide. Finde ich auch ziemlich cool. Auch mit weißen Turnschuhen. Ich habe ihn noch nicht angehabt. Der ist bestimmt zu lang. Dann lasse ich ihn einfach kürzen. Also ich muss bei Zara oft Sachen kürzen. Größe S. Ja. Oh, doch noch was ich nicht anhatte. Das ist einmal so eine Hose. Die habe ich gedacht zu der Jacke, die ich euch jetzt zeige. Ich blende euch auch schon mal ein Bild ein. Die fand ich so geil. Ich habe zwar schon 100 Millionen so Teddy-Felljacken, aber die fand ich richtig cool. Die fand ich irgendwie besonders. Die habe ich so noch nicht gesehen. Die hat hier vorne so Jeans. Auch die Farbe finde ich super schön. Jeans und dann auch diese weiteren Ärmel. Und weil die so ein bisschen kürzer geschnitten ist. Und dann habe ich noch zwei Röcke mitgenommen. Den gibt es auch noch in Rot. Einmal in Rot mit Blümchen und einmal in Schwarz-Weiß mit Pünktchen. Und dazu einfach auch ein beigen Pullover, auch wieder eher so einen etwas weiteren Pullover. Und auch Turnschuhe oder Boots könnte ich mir dazu gut vorstellen. Also so Sachen, die ihr garantiert schon längst im Schrank habt. Dann kommen wir auch schon zu dem letzten Teil, was ich gekauft habe. Und das ist eine so eine wattierte Jacke einfach. Die auch ziemlich gut ist. Ich habe eine, die habe ich schon vor Jahrzehnten mal bei H&M geholt. Die ist auch cool, aber die hatte keine Kapuze. Die zusammen mit einem richtig schönen großen Wollschal kann ich mir gut vorstellen. Und die passt halt auch irgendwie immer zu allem. Und das ist Größe L. Also die habe ich auch extra mal größer geholt. Und jetzt kommen wir zu dem Pullover, den ich Alex mitgebracht habe. Ich hoffe, er passt. Ich hatte dem Alex mal schon mehrere Sachen von Zara mal mitgebracht. Und da gefiel mir dieses beige T-Shirt. Ich hatte ein kleines Speicherkartenproblem. Also ich hatte dem Alex ein T-Shirt mitgebracht, was ihm richtig gut stand. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole ihm nochmal so ein Pulli. Quasi das T-Shirt nur in ein bisschen wärmer. Ich hoffe, es passt ihm. Es ist auch ein bisschen länger geschnitten. Und das T-Shirt, was er anhatte, war auch ein bisschen länger geschnitten. Es sah auf jeden Fall richtig gut aus. Und er kann die Farbe halt auch gut tragen. Und ich mag beige einfach total. Und Alex, ich komme mit den ganzen Namen hier mittlerweile echt schon durcheinander. Alex trägt halt auch gerne Jeans. So, dann habe ich dem Louis noch was geholt. Nicht jetzt besonders viel, weil Louis ist schon sehr wählerisch mittlerweile. Also er vertraut mir das, was ich sage, wenn er das anziehen soll. Aber er sagt mir dann, das kratzt oder die Hose ist zu kurz. Das hat er ganz oft das Problem, weil er zu lange Beine hat. Ich hoffe, sie passt. Ich hatte ihm auch noch eine andere blaue Jeans geholt beim letzten Mal. Die brauche ich euch jetzt gar nicht zeigen, weil es ist einfach nur eine blaue Jeans. Und dann habe ich ihm noch einen Schlafanzug geholt. Also nichts Besonderes, aber ich habe den Kids natürlich auch was mitgebracht. Und muss auch, wie gesagt, noch ganz, ganz viel bestellen, weil ich gerade überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Dann habe ich für die kleine Prinzessin auch was bestellt. Und Zara, muss ich sagen, hat wirklich super süße Sachen teilweise, was für Mädchen
Also wirklich, ich könnte mich tot kaufen. Aber dieses Mal war es irgendwie ein bisschen, ja, Liza läuft noch nicht. Und da ist es immer schwierig, wenn sie dann Kleider anhat, dann kann sie nicht so gut krabbeln. Und ich mag Kleidchen schon sehr. Wenn sie dann läuft, kriegt sie auch ein paar Kleidchen an. Damit Strumpfhose und so, dann ist es auch schön warm. Ich habe ihr auf jeden Fall schon mal hier solche Schüchen geholt, die sehr schön gefüttert sind und die auch super süß aussehen. Und auf jeden Fall die Füße warm halten. Und dann noch eine Weste, so ein bisschen für den Übergang. Die kann man dann gut anziehen, einfach so eine Pullover drüber. Wenn man im Auto sitzt und dann gar nicht großartig draußen ist, braucht man die Kinder einfach nicht so übermäßig einpacken, finde ich. Und die fand ich sehr süß. Die ist auch sehr weich und sieht einfach schön aus. Genau. Und das war's, glaube ich, auch schon vom Fashion Haul. Es ist doch ganz schön viel. Und ich hätte, wie gesagt, noch ein paar Sachen bestellt, aber ich zeige euch dann alles noch auf Instagram. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und bis jetzt geguckt habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr die Glocke anmacht, damit ihr kein Video mehr verpasst, ich muss mich beeilen, die Bauarbeiter fangen wieder an. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Tschüssi! Mua, 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 mua.